Und mir ist beim Vorbereiten eingefallen, Jesus war nicht nur Hirte, er war auch Lamm. Christus sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium Jesu Christi. Halleluja! Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, heute Morgen in Oberdorf haben mir Leute gesagt, sie hätten so Mühe, meinen Dialekt zu verstehen. Also werde ich Hochdeutsch predigen. Ob wir Menschen wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, wir gehören Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Wie ja auch die Eltern sagen können, das ist meine Familie, ihr gehört zu mir, weil sie das Leben geschenkt haben. Die Kinder können sich darüber freuen, zur Familie gehören, ihren Eltern dankbar sein und auch zum Wohl der Familie beitragen. Oder es gibt auch solche, die sich abwenden von den Eltern und sogar gegen sie mitunter operieren. Im Alten Testament hat sich Gott durch die Propheten verschiedentlich als der gute Hirte dargestellt. Und im heutigen Evangelium sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Und er wirbt um die Schafe, dass sie sich ihm anvertrauen, weil es ihnen dabei gut geht, weil sie dabei das ewige Leben haben und weil sie niemals zugrunde gehen und sie niemand seiner Hand entreißen könne. Vielleicht etwa so, wie Eltern oder auch Großeltern ihren Kindern oder Enkeln sagen: Hör auf meine Stimme, ich meine es gut mit dir. Dies nicht nur ein Versprechen von Jesus als Mensch, sondern er ist von Gott eingesetzt dafür als Hirte. Wenn er sagt, mein Vater hat mir die Schafe gegeben, er ist größer als alle, niemand kann sie meiner Hand und seiner Hand entreißen. Ich und der Vater sind eins. Und Jesus sammelt unter den Menschen jene, die bereit sind, ihn als Hirten anzunehmen. Die Schafe können sich entscheiden. Sie sind ja nicht dumm, wie es häufig
dargestellt wird. Christus gehören wollen oder nicht, das ist die Frage. Und sie haben einen Lebensinstinkt. In der Theologie spricht man vom Sensus Fidelium, dem Sinn der Gläubigen, dem Sinn des Volkes Gottes. Und die Schafe sind klug genug zu erkennen, dass ihnen Jesus Christus alles geben kann, was es zu einem gelingenden Leben braucht. Die Schafe hören aber nur auf jenen Hirten, der gut ist mit ihnen, nicht auf die Guru-Hirten, die nur ihren Vorteil suchen und Macht ausüben. Und mir ist beim Vorbereiten eingefallen, Jesus war nicht nur Hirte, er war auch Lamm, Lamm Gottes. In ihm ist Gott selbst in die Menschheit hineingeboren worden. Und als Mensch ist er Lamm unter Schafen und auch Wölfen. Und seine einzige Macht ist die Machtlosigkeit der Liebe. Sein Ziel, alle Menschen zu einer friedlichen, weltumspannenden Familie Gottes zusammenzuführen, zu einem Reich, das, in dem der Geist Gottes wirkt. In seiner Wehrlosigkeit zeigt sich die Schwäche Gottes für die Menschen. Und diese Schwäche ist gleichzeitig die Anziehungskraft. Also mir ist wieder die Ukraine-Situation in den Sinn gekommen. Diesen riesigen Unterschied, ob man lockt, dass man zueinander gehören kann, oder ob man bombardiert und tötet. Alle Menschen sind in ihrem Leben nicht nur Schafe, sondern auch Hirtinnen und Hirten, die für das Wohl ihrer Anvertrauten sorgen sollten. Als Gemeinderäte, als Regierungsräte, als Königinnen, als Staatsoberhäupter und wo immer wir man ist. Aber nicht alle sind gute Hirten. Auch wir sind kleine Hirtinnen und Hirten, jede und jeder von uns. Gute Hirten können wir aber werden in dem Maße, als wir mit dem Hirten Jesus Christus verbunden sind und ihm folgen. Und dazu müssen wir auch Schafe sein, auf ihn hören, ihm folgen. Wie geschieht das? Jesus sagt, die Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wir dürfen lernen, die leise Stimme in uns, seine leise Stimme in uns zu vernehmen und dieser Stimme zu folgen. Wir dürfen Jesus Christus in uns aufnehmen, uns von ihm lehren lassen, der von sich sagt, dass er das Brot des Lebens ist und dass wer zu ihm kommt, nie mehr Hunger hat und der an ihn glaubt, nie mehr Durst haben wird. Wir dürfen das Glück Jesu erfahren, das darin besteht, in der innigen Beziehung mit Gott, seinem Vater. Dann erfahren wir ewiges Leben, schon jetzt. Hirtinnen und Hirten können wir sein, als Eltern, auch als Kinder, für unsere vielleicht betagten Eltern, als Nachbarn, als Lehrpersonen, in Vereinen oder auch, wenn ein Bettler an unsere Türe klopft. In der Kirche, insbesondere in der katholischen Kirche, war über lange Zeit der Pfarrer der Hirte und die Gläubigen, die Schafe, denen man nichts zutrauen kann, denen man alles vorkauen muss. Diese Zeiten sind spätestens vor 50 Jahren mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu Ende gegangen, in dem die Konzilsväter festgehalten haben, dass der Heilige Geist in allen Getauften und Gefirmten
gegeben ist und sie im Volk Gottes auch Hirtenaufknaben wahrnehmen können und sollen und man das ihnen zutrauen soll. Und noch etwas, auch die Schafe sollen und die kleinen und größeren Hirtinnen sollen missionarisch sein. Das sehen wir, wenn wir im Evangelium hören, die Vision von der Weltfamilie Gottes. Wenn Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Und wir müssen Gott erlauben, dass er auch zu Menschen spricht, die nicht zu uns gehören, die nicht getauft sind oder aus der Kirche ausgetreten sind. Und allen verspricht Jesus, ich gebe mein Leben für die Schafe. Den Schafen, die zu mir gehören, wird es gut gehen, und zwar lebenslang und auch über dieses irdische Leben hinaus. Ich werde auf ewig für sie da sein. Das Bild vom guten Hirten, wie es Jesus zeichnet, trifft wohl vor allem auch für die Mütter zu und auch mütterliche und väterliche Menschen. Gott hat ihnen ihre Kinder geschenkt oder Menschen anvertraut. Diejenigen, die man sich angetraut, anvertraut hat. Sie kennen die Ihren und die Ihren kennen Sie. Und sie geben ihr Leben hin für ihre Schäflein.